Die Aufkommensneutralität wurde uns von Olaf Scholz versprochen. Einmal als Bundesfinanzminister und einmal als Bundeskanzler. Doch von vielen Versprechungen, die auch Olaf Scholz gegeben hat, kann man ganz klar sagen, ist nicht viel übrig geblieben. Denn in vielen Regionen hat sich jetzt auch hier im Durchschnitt zum Beispiel die Grundsteuer ver-14-facht, weil vor allem auch viele Kommunen und Gemeinden finanziell mit dem Rücken zur Wand stehen. Deswegen ist eine Senkung wahrscheinlich auch nicht gegeben und man nimmt mit, was man mitnehmen kann. Wir schauen uns jetzt mal an, wo es hier natürlich noch Möglichkeiten gibt, sogar seine Gesamtsteuerbelastung zu reduzieren. Denn bei der Grundsteuer bleibt einem nur die Hoffnung des Verfassungsgerichtes. Aber es gibt andere Möglichkeiten. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Mein Name ist Roland Elias. Ich bin Online-Steuerberater. Und wir schauen uns natürlich auch immer mal wieder an, was dir so an Steuern abgezogen wird. Vom Brutto zum schwachen Netto. Ja. Und diese Woche bin ich wieder über einen Artikel gestoßen und zwar von dem Spiegel, wie gesagt, alle Links immer unten, auch natürlich von noch anderen Medien, wo man ganz klar sagen kann, ja, mittlerweile muss man sagen, ja, muss man sich daran gewöhnen, dass egal, was dir politisch versprochen wird, am Ende etwas anderes dabei rauskommt. Hier sind jetzt neuere Berichte und zwar von mehreren Familien, die es jetzt im Stuttgarter Raum getroffen hat. Hier geht es jetzt um die Familie Wolf, die in der Nähe von Stuttgart im sogenannten Kalten Tal hier im Süden von Stuttgart leben. Und da ist es natürlich so, dass das eine ja sehr idyllische Gegend ist. Und hier ist es jetzt relativ spannend, weil natürlich man eigentlich sagen müsste, ja aktuell wird ja zum Beispiel auch in Stuttgart haben wir einen grünen, Ministerpräsidenten. Und da würde man doch eigentlich meinen, ja, wenn jetzt hier nicht versiegelt wird, dann ist das doch eigentlich gut. Also sprich, wenn nicht mehr im Grunde gebaut wird, zugebaut wird, dann sollte man sich doch eigentlich freuen. Aber hier sagt Herr Wolf jetzt, und jetzt werden wir bestraft für unseren großen Garten. Und das natürlich auch sagte wörtlich, ja, und sowas brauchen die Städte doch, wo die Sommer so heiß sind. Also gerade das, was zum Beispiel jetzt hier gerade in ländlichen Regionen dazu führt, dass vor allem die Temperaturen dort auch angenehmer sind, weil dort mehr Bäume sind, die ja das CO2 aus der Atmosphäre rausholen und. Es ist aber so, dass vor allem in einigen Regionen, wie zum Beispiel auch jetzt in Stuttgart, diese Personen benachteiligt werden. So ist es jetzt zum Beispiel so, dass nach aktuellen Berechnungen, hier heißt es wörtlich vom Spiegel, von 2025 an müssen die Wolfs voraussichtlich 2.875 Euro pro Jahr an Grundsteuer zahlen. So lassen sich die Angaben in den ersten Schreiben hochrechnen. Bisher waren es 195 Euro. Das ist mehr als das 14-fache, sagt Burkhard Wolf. Für viele Menschen ist das ein Monatseinkommen extra und das nur für Steuern. Auch wenn die Gemeinde die Sätze senken sollte, bleibt es ist zu viel. Und ganz klar ist natürlich, dass auch hier vor allem die Stuttgarter, die ja manchmal, oder natürlich auch die Baden-Württemberger, manchmal hier ein bisschen zurückhaltend sind, sich auch jetzt noch zurückgehalten haben. Aber jetzt heißt es auch hier von im Grunde Frau Wolf persönlich und dann sagt sie, das grenzt an Enteignung. Genau, und das ist nämlich der Hintergrund, wo man ganz klar sagen kann, dass hier vor allem auch viele im Großen und Ganzen regionale, sag ich mal, oder Regionen hier am Ende ist so dazu übertreiben, dass man sagt, ja, man wundert sich, dass im Grunde bloß noch große Wohnbaukonzerne oder, sag ich mal, andere, ja, reiche Vermieter sich am Ende hier die Immobilien leisten können. Man tut aber alles dafür, dass im Großen und Ganzen hier, am Ende das Ganze nicht ja für die breite Masse möglich ist. Und also heißt es hier zum Beispiel auch, wer bekommt als Renten, und dann genau hieß es nämlich hier, und das fand ich relativ spannend an der Stelle, eine viel höhere Summe, bla bla, könnten wir, und wir hören oft, dann baut halt noch etwas auf dem Grundstück, um Mieteinnahmen zu haben. Also sprich, da wird jetzt auch, werden auch die Leute gezwungen, von zum Beispiel auch der Verwaltung, gesagt, hey, bau doch dann einfach Wohnraum. Aber da ist es so, dass jetzt, wenn ich glaube, die sind schon an, Anfang 70, die Wolfs, muss ich nochmal nachschauen, wie gesagt, aber die kriegen einfach keine Finanzierung mehr, weil du so eine Finanzierung auch über, sag ich mal, 20 bis 30 Jahre laufen lässt, und wenn sie keine Erben haben, dann wird es sehr unwahrscheinlich, dass man hier am Ende natürlich noch etwas bekommt. Die heißt eben, wir hören oft, dann baut halt noch etwas auf dem Grundstück, um Mieteinnahmen zu haben. Doch, wer tut sich das im Alter an und wer bekommt noch einen Rentner? Oder, das Beste ist dann auch, oder wir sollten es verkaufen, heißt es dann. Dabei ist das Haus unsere Alters- und Daseinsvorsorge. Genau das ist der Punkt, was auch natürlich dazu führt,
dass das Vermögen der Deutschen immer weiter dahinschmilzt, weil wir natürlich durch Steuern, Abgaben, Bürokratie im Grunde auch viele, die jetzt, sage ich mal, an der Stelle sich ein altes, gerechtes Heim auch irgendwo gebaut haben und jetzt sagen, okay, dann muss ich keine Miete zahlen und alles andere kann ich vielleicht aus dem Laufenden oder aus meiner Rücklage, gerade die Stuttgarter oder Baden-Württemberger sind ja auch dafür bekannt, immer, sage ich mal, das klassische Sparbuch noch zu haben und man sagt, okay, dann wollen wir hier natürlich dann mietfrei leben. Und wenn jetzt natürlich die Grundsteuer dazu kommt, dann ist das hier eine Vervierzehnfachung. Das ist einfach heftig. Und jetzt ist es hier so, dass man auch ganz klar sagen muss, das ganze Chaos begann ja schon mit der im Grunde ja nicht durchdachten Struktur von Olaf Scholz. Denn hier heißt es auch für alle Immobilieneigentümer in der Republik, begann das Projekt mit einem bürokratischen Kraftakt. Die Last, Daten aus verschiedenen Ämtern zusammenzutragen, übertrugen die Finanzämter an die Bürgerinnen und Bürger. Die mussten bis Anfang 2023 eine Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts abgeben, die es dann umständlich hieß, Anlagen anfügen und teils durch Formularequellen, für die man eigentlich eine Steuerfachausbildung bräuchte. Dass die Politik eine schnelle, unkomplizierte Abgabe versprach, werteten die Immobilienbesitzer als schlechten Scherz. Und da ist es natürlich so, dass hier vor allem jetzt bei vielen natürlich auch hier nur das Ganze noch Kopfschütteln auslöst. Und ich habe das Spiegel auch einige Fälle, zusammengefasst. Zum Beispiel hier, Klaus Scholze hat ein Grundstück im Landkreis Meißen 1997 erworben. Eine unerschlossene Wiese, die mal für die Erweiterung eines Friedhofs vorgesehen war. Der Zuschnitt ist so, dass ich darauf nichts bauen kann, sagt Scholz. Vor 27 Jahren wurde der Grund mit 10 Pfennig pro Quadratmeter bewertet. Nun sollen es 83 Euro sein. Ein Anstieg auf mehr auf das 1600-fache. Das können wir nicht mehr zahlen. Da ist natürlich auch durchaus spannend, wo man sagt, okay, das sind geringe Beträge, aber muss ich auch sagen, dass natürlich hier noch die Hebesätze oben drauf kommen. In Rheinland-Pfalz klagten eine Eigentümerin gegen ihren Bescheid für Bewertung hier mit Blick auf das Gebäude von 1880, wo wir euch auch schon den Fall vorgestellt haben, keine Renovierungen vorgenommen und so weiter. Dach sind nicht gedämmt und es ist im Grunde Status Bruchbude. Ein Landwirt in Rheinland staunte über den amtlichen festgestellten Wert seines Grundstücks, das der an einen Golfclub verpachtet, eine Grünfläche von 8,5 Hektar, die das zuständige Finanzamt nicht als landwirtschaftlichen Grund bewertete, sondern als Wohnbaufläche, Grundsteuerwert 29 Millionen Euro. Hier natürlich auch die entsprechenden Steuerberater sind dagegen vorgegangen. Das sei vor allem bei Campingplätzen, Segelflugplätzen und Photovoltaik-Freiflächen das Problem. Denn würde man auch natürlich hier, heißt es hier aber auch mit Abschlägen, damit liegt der Golfplatz noch bei einem Wert von über 3,6 Millionen. Und jetzt kommt das Spannende, warum ich auch sage, dass diese Grundsteuer gescheitert ist. Laut natürlich aktuellem Verkehrswertgutachten, also was man wirklich im Markt erzielen könnte, wären es nur 297.000 Euro. Also man hat hier mal schnell auch noch den Grundsteuerwert verhundertfacht und wo man ganz klar sagen kann, das ist durchaus ein Hammer. Weiter geht's natürlich hier, dass es sich hier zum Beispiel auch bei einer Obstwiese in Berlin, hier auch das Thema der Rügener Halbinsel Mönchgut, hier bisheriger Einheitswert 1 Euro pro Quadratmeter, nach der Reform 220 Euro. Das ist, wie gesagt, eine 220-fache Verfachung, wo man ganz klar sagt, diese Steigerungen sind nicht nachvollziehbar. Vor allem, weil das ja natürlich auch nur fiktive Werte sind. Also, wir haben hier immer das Problem, dass im Steuerrecht nicht mit echten Werten gearbeitet wird, was vor allem natürlich auch hier zu entsprechend massiven Problemen führt. Warum? Weil man ganz klar sagen kann, wenn ich etwas nicht verkaufe, hat es keinen Wert. Das ist immer das Lustige, wo viele sagen, ja, der ist ja Millionär, der ist ja Multimillionär. Nehmen wir zum Beispiel ein aktuelles Diskussionsbeispiel, was immer von Elon Musk kommt. Naja, sind wir mal ganz ehrlich, würde Elon Musk jetzt wirklich eine Vermögensteuer zahlen und würde er das veräußern müssen, dass er nichts anderes ist als eine Grundsteuer, dann würde der Kurs, der Wert von Tesla in den Keller gehen. Weil ich weiß nicht, wie hoch sein Anteil ist. Ich glaube, 30-35% oder sogar 50%. Wie gesagt, schreibt es gerne unten in die Kommentare, den er hat. Wenn der seine Anteile verkaufen würde, dann wären alle Tesla-Aktionäre sofort pleite. Weiter geht's aber natürlich auch hier mit den Hebesätzen. Und da ist zum Beispiel in Hessen jetzt, hier laut Frankfurter Allgemeinen Zeitung, hier heißt es durchschnittliche Grundsteuerbelastung 34 Punkte auf 534% erhöht. In 12 Städten wurden hier sogar um 300 Punkte hat sich das Ganze erhöht. Und vor allem auch, jetzt gibt es in einigen Regionen hier noch neue, in der sogenannten Borstelpfalz,
Hier ist hier eine Glosse, die dir der Spiegel auch aufgeführt hat. Hier wurden an der Stelle zum Beispiel, die neuen Bewertungen jetzt durchgeführt. Und hier heißt es jetzt suffisant zum Schluss. Sollten Ihnen Erfolgsaussichten zu ungewiss sein, gibt es noch eine andere Strategie, mit der Sie von allen kommenden Grundsteuererhöhungen geschützt sind. Verkaufen Sie sofort. Richtig, und das ist ja was, was auch hier vor allem die CDU-CSU angesprochen hat mit Blick auf die verkorkste Reform von Olaf Scholz, wo man ganz klar sagen muss, das ist am Ende natürlich ein Riesenproblem. Jetzt ist es natürlich so, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man sich hier natürlich davor schützen kann. Denn, wie gesagt, wir wissen ja, anders als zum Beispiel das Bundesfinanzministerium durch Christian Lindner aktuell vertreten, vorher durch im Grunde chaotisch vertreten durch Olaf Scholz, ist mir die Frage, welche Steuern zahlst du? Und vor allem, welche Steuern zahlt dir am Ende der Mieter vielleicht? Und ganz klar ist zum Beispiel hier, dass es aktuell wieder, 100% Finanzierungen gibt, zum Beispiel für Denkmalimmobilien. Denn der Markt belebt sich gerade wieder neu, gerade nach der Corona-Krise und vor allem auch, nachdem jetzt auch der Markt im Baubereich bereinigt worden ist. Und da haben wir auf unserer Seite auch www.steuerbekopf.de die Möglichkeit, dass du relativ schnell hier an Denkmal-AFA-Objekte und so weiter rankommst. Du musst einfach nur auf unserer Seite hier den entsprechenden Fragebogen ausfüllen. Hier, wie gesagt, das stimmt nicht mehr ganz. Mindestinvestitionsvolumen geht auch mittlerweile wieder niedriger. Aber wie gesagt, hier ein Mindesteinkommen von 100.000 Euro wäre notwendig. Und das Ganze mittlerweile jetzt komplett, ohne Eigenkapital wieder möglich. Also das ist jetzt mit den Finanzierungspartnern, die wir jetzt auch haben, ist es wieder möglich, das Ganze komplett an der Stelle ohne irgendwie Eigenkapital, nur Nebenkosten müssen beglichen werden. Und das, sind 10.000, 15.000 Euro und du kannst eine Immobilie für 300.000 Euro je nach Region kaufen. Aktuell, wie gesagt, weiterhin die Big Seven. Hier vor allem, was haben wir hier, Baden-Württemberg, Berlin, Leipzig und natürlich auch mittlerweile wieder viele Objekte in Bayern verfügbar. Und man sagt, man kriegt hier wirklich gute Renditen auch hin. Plus natürlich am Ende das Ganze auch noch mit einem KfW-Darlehen gefördert, wo du am Ende natürlich hier teilweise niedrige Zinsen hast. Aktuell haben wir hier einen Fall, ich glaube, was waren es, 3,15% durchschnittlicher Zins mit im Grunde KfW-Förderung, wo man ganz klar sagen kann, das rentiert sich ordentlich und sogar, wenn man es richtig hinbekommt und natürlich du an der Stelle das richtige Objekt findest, auch Cashflow positiv. Da bleiben dir, je nachdem wie der Fall ist, mit Steuer und AFA sogar teilweise hier 150, 200 Euro im Monat sogar übrig. Das nur mal so aktuell wieder verfügbar. Wie gesagt, ich würde auch aktuell nur wegen der Grundsteuer nicht verkaufen, außer man, wie gesagt, ist wirklich finanziell so stark angeschlagen. Aber am Ende muss man seine eigene Gesamtsteuerrechnung aufführen und da sind wir auch wieder dabei, wo ich sage, okay, wenn ich die Grundsteuer nicht verhindern kann, dann muss ich anderweitig schauen, wie ich das Ganze verhindern kann. Denn wir haben ja hier die Sonder-AFA mit im Grunde über 8 Jahre 9% und dann über die restlichen 4 Jahre 7%. Und dann ist das Schöne, kannst dir dieses Ganze wieder steuerfrei verkaufen. Und da werde ich mir jetzt auch in der nächsten Zeit nochmal wieder ein Denkmalobjekt reinholen ins Portfolio, weil ich das durchaus spannend finde und hier natürlich aktuell der Markt sich wieder positiv entwickelt. Hast du weitere Fragen dazu oder sagst du, hey, gibt noch ein Urteil zum Thema Grundsteuer oder sonstiges, kommentier es gern unten in die Infobox. Und ganz klar ist am Ende, wenn du zum Beispiel als Vermieter auftrittst, dann zahlst am Ende nicht du die Grundsteuer, sondern deinen Mieter. Und das ist das Schöne, wo man ganz klar sagen kann, die Grundsteuerproblematik hast du zum Beispiel bei einem vermieteten Denkmalobjekt nicht.